Hallo. Hey. Na, hey, willkommen. Also, herzlich willkommen zu... Nochmal. Hey. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Rundgang. Durch Vykarat. Durch Vykarat. Diesmal in Wolkenbruch. Sie haben endlich es fertig bekommen, mal einen größeren Teil der Stadt fertig zu bauen, sodass er... Wir? Die? Die, habe ich ja gesagt. Ach so, ich habe wir verstanden. Sodass... dass wir es halt begutachten können und nicht alle 2 Meter auf eine Baustelle stoßen. Und daher beginnen wir auch den Rundgang quasi an einer Baustelle. Ja. Im Randgebiet von dem, was wir heute uns anschauen werden. Und zwar... die Kernstadt, die sich eigentlich auf einer Insel, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, so, es befindet sich zwischen 2 Flüssen. Ja, genau. So. Zwischen 2 Flussarmen. Ich glaube, wir werden verfolgt. So, gehen wir dann einmal hier. Hier ist einer der Fluss... Ah, Moment, hier noch nicht. Also hier ist erstmal so ein Haus mitten auf so einer Brücke. Und genau, hier fließt dann auch der Fluss sozusagen durch. Dieses Haus runter. Dieses Haus dient als Torhaus, so viel ich das beurteilen kann. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich meine, dieses Prinzip von einem Haus auf einer Brücke wird ja hier allgemein auf dem Server oft benutzt, weil es einfach nur eine coole Geschichte ist. Zu unserer Linken sehen wir halt den reißenden Fluss runterbrechen und an diesem Fluss quasi diese ganze Kernstadt, die sich zwischen diesen beiden Flussarmen befindet. Ja. Die ist halt wirklich ganz nah an den Fluss gebaut, an den Strömungen, sodass man halt hier wirklich so permanente Symbiose zwischen Wasserlauf und halt dieser sehr eng gebauten Stadt hat, die halt an diesem Wasser steht. Das hat halt so ein richtig... Genau. Es sind übrigens, soweit ich weiß, keine User-Gebäude auf dieser Insel, sondern es ist halt... mehr für Geschäfte und für Marktbereich und allgemeine öffentliche Gebäude. Die ganzen Einwohner der Stadt, die sind außerhalb der Kernstadt untergebracht. Ich weiß es natürlich nicht, auch wenn es jetzt heißt, hier, das haben wir hier zum Beispiel die Apotheke. Kann natürlich sein, dass oben der Apotheker vielleicht eine Unterkunft hat, das weiß ich nicht. Aber die reinen Gebäude, wo die User später auch drin ihre Lager und was weiß ich alles basteln, wo die User wirklich aktiv in dem Gebäude leben sozusagen, die sollen laut unseren Informationen komplett außerhalb dieser Kernstadt liegen. Das heißt, wir begutachten heute wirklich nur Händlergebäude, die hier stehen oder öffentliche Gebäude und was auch immer hier alles so zu finden ist. Auch sehr schön gemacht hier, ne? Also wie schon erwähnt, das ist hier zum Beispiel... Ja, das könnte die Unterkunft von diesem Apotheker sein, ne? Genau. Ja, das ganze Gebiet hier ist relativ kompakt und klein. Aber ich glaube, wir werden, wenn wir ab und zu mal in 1-2 Gebäude reingucken, werden wir wohl die Zeit auch füllen. Obwohl es ein relativ enges Gebiet ist oder kleines Gebiet ist. Und hier kommt man erstmal auf so einen Platz, wenn man durch diesen... Tunnel kommt mit so einem wunderschön eingefassten Baum, wie ich finde. Ja, auch ganz cool, dass das hier nicht so ganz das Licht durchlässt, sondern schon wirklich ein gewisses Dach schon fast bildet. Ja. Was das Ganze vielleicht auch abends von der Lichtstimmung her ganz cool aussehen lässt. Mhm. So, dann gehen wir mal rum. Dann gibt es ein paar Pferde. Ja. Wenn wir jetzt geradeaus weitergehen würden, kommen wir auch auf den Marktbereich vor dem Drachenturm, wo wir jetzt aber erstmal drum rumlaufen werden. Ja, genau. Hier gibt's auch dann, was gibt's denn hier? Zahnholz. Rot wie ein Zahnholz, ist wohl nur ein Name. Ganz schön, was ich hier in Wolkenbruch finde, ist, sie haben halt, weil sie auch unter anderem so eng bauen, wirkt das alles wie aus einem Guss zum einen und zum anderen, weil die auch über verschiedene Ebenen die Straßen hier bewegen,
hattest halt wirklich sowas, dass du nie genau weißt, wenn du jetzt in einer Gasse bist, wo bin ich denn jetzt gerade? Gibt es vielleicht unter mir noch irgendwas zu entdecken? Gibt es noch über mir was? Das ist alles nicht hundertprozentig eindeutig für den neuen Ankömmling hier bestimmt, weil man natürlich nicht weiß, ja, wo gibt es denn überall noch Zugänge zu irgendwas? Und ich mach mal kurz meinen Tag. Ja, habe ich gerade auch gemacht, weil der Toys ist gerade ziemlich oft rein und raus gegangen. Hier, dieses Brunnendesign ist übrigens auch sehr geil mit dem Tor. Ja, ja, das ist echt schön. Hier mit dem Strick sozusagen. Und apropos Brunnen, wir haben hier unter der Stadt, ich weiß jetzt nicht, wie weit sich das erstreckt, das werden wir wahrscheinlich auch in diesem Video nicht zeigen. Hauptintention dieser Rundgänge ist natürlich, dass ihr selber nachher hier den Rest erforscht. Dass es hier auch unten drunter irgendwo eine Kanalisation gibt. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Gullideckel, wo wir mal kurz runterschielen können. Ja. Hier vorne haben wir eine Seifensiederei. Okay. Ja, ihr will mal brodelnde Becken. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist wohl irgendein Rüstungsschmied. Und, also nehme ich mal an, weil hier ist ein Amboss aufgehangen. Mhm. Auch ein cooles, cool gemacht. Wie haben die das? Achso, da unten drunter ist die Sonne. Die haben hier so ein Ding. Und hier, das sind dann wohl so Puppen, wo man die Rüstung draufpackt. Inhaber Wärmerschutz. Ich hab hier, hier, guck doch. Ja, ja. Hier, ja! Was mir so auffällt, Wolkenbruch ist bemüht, hier wirklich jeden Laden auch irgendeine Bedeutung zu geben, jedes Gebäude. Haben wir ja schon erzählt, dass hier eher mehr die Händler und so weiter sind. Was ich aber dann immer ganz lustig finde, sind dann, wenn da die Betreibernamen irgendwo noch drunter stehen. Das sind dann so typisch deutsche Urnamen, also so richtig kernige deutsche, altdeutsche teilweise Namen. Wo du denkst, ey Leute, 1880 gerade oder wie. So, wir sind jetzt natürlich, okay, wir sind jetzt hier rumgegangen. Ich hätte gerne eigentlich einen anderen Weg rumgenommen, ist egal. Oder komm, ja. Wir können ja nochmal kurz. Können ja nochmal einen Schwank nehmen. Einen Schwenk. Und zwar, ich hätte jetzt nämlich genau wäre ich jetzt hier rumgegangen. Wir sehen hier teilweise, die Bauweise ist, wie du schon erwähnt hast, sehr eng. Und auch teilweise sehr mit Absicht heruntergekommen. Das sieht man öfter an irgendwelchen abgebrochenen Mauern. Ja, so weit wollte ich nicht rum. Okay. Sondern, hier heißen sie alle Schulze. Hier können wir mal kurz hier. Ne, hier geht's auch nicht weiter. Wir gehen mal wieder kurz zurück, da wo dieser das Wägelchen war, genau. Und dann links ist ja so ein Torf-Dumpf, Dreck-Shit, Blub. So ein. Wer weiß, Mist-Ding. Eine Koterie ist hier. So, und genau. Hier sehen wir teilweise, wie der Fluss sich hier langsam reinfrisst auch. Und ganz cool finde ich, wenn wir hier hingehen. Haben wir einen Einbruch. So. Einen reißenden Einbruch. Und das musst du jetzt zwar nicht unbedingt kameramäßig machen, aber du kannst mal kurz hier runterspringen, nur um den Blick da reinzumachen. Es geht da wirklich weiter. Und wie ich schon erwähnt habe, gibt es ja auch eine Kanalisation. Wie fertig die ist, weiß ich allerdings nicht. Ja. Aber wie gesagt, werden wir nachher hoffentlich auch nochmal irgendeinen Kanalisationsdeckel finden, wo man ungefähr. Ah, okay. Ja, sowas zum Beispiel. Okay. Könnt ihr alles mal selber erkunden. Genau, das ist gerade die Kanalisation, finde ich, das ist noch sowas Geheimnisvolles, da müssen wir gar nicht so viel zeigen. Pumpwerk und Kanalisationsaufsicht, hier gibt es dann bestimmt auch einen Eingang, würde ich jetzt mal so schätzen. Weiß ich nicht. Können wir mal kurz rein. Oh, der Eigentümer ist da. Ja. Ich habe ihn bestochen, dass wir rein dürfen. Guck mal, hier auch so mit seinem Seilzug. Im wahrsten Sinne des Wortes hast du ihn bestochen. Ja, aber das ist cool hier, auch hier mit diesem Förderband. Ah, da muss es ja irgendwo runtergehen, ne? Ich glaube, wir sind gerade schon an der Leiter lang geplatzt. Oh hier ja, ist das hier ist so ein Förderband und dann geht es hier auf so einen. Ich ist es so ein Erklärwerk? Du müsstest ja hier hinten außerhalb rauskommen, yo. Und das fließt dann wo lang? In so ein Wasserrad rein, Moment. Ah, scheiße. Okay, scheiß Kameraführung gerade, weil ich nur gegen Wände knalle. Aber sehr gut durchdacht hier alles. Also ja. Das begeistert mich besonders an Wolkenbruch, dass die Häuser wirklich so viel Sinn und auch so logisch zusammen fungieren, dass das echt Spaß macht, hier durchzugehen, um diese ganzen kleinen Details auch zu finden.
Was hier, Toilettenhäuschen? Möglich. Kommst du mal kurz zurück? Dann können wir gehen mal wieder auf unseren alten Pfad. Ja. Auch schönes Wägelchen hier. Immer wenn wir Oh, das müssen wir uns mal merken. Inspiration für Wagen brauchen, dann können wir ja mal immer nach Wolkenbruch, weil die haben Ja. hier ziemlich viele Variationen, die auch noch gut aussehen. Wir haben ganz oft, wenn Goran und ich was in Salzbach bauen und sagen, ey, wir müssen jetzt hier gleich nochmal so ein Wägelchen hinsetzen, denken wir, oh shit, ey, das wird nix. 20 Minuten lang, das wird nix, das wird nix, das wird nix. Und dann haben wir irgendwie was zusammengeschustert. So, wir Ja. sind hier beim Drachenturm bzw. beim Marktplatz. Sollen wir auch nochmal hochgehen, dass wir uns einen Überblick verschaffen? Ja, wir können mal ganz kurz hoch und dann können wir aber runterspringen. Der Drachenturm war hier mal ein Schauplatz oder mitunter der zentrale Schauplatz einer Schlacht um die Ehre, so wie wir das bei uns auf dem Server nennen. Das ist bei uns ein unregelmäßiges Event, wobei regelmäßig insofern, dass man eigentlich nachdem das eine Event abgeschlossen ist, guckt, dass man schon den Termin fürs nächste findet. Hi. Achso, wir sind schon oben. Wow. Und da geht es halt darum, dass drei Angriffsstädte auf einen ausgewählten Ort in dem Gebiet der Zielstadt quasi versuchen, so ein bisschen Team Deathmatch und nachher Deathmatch alles niederzumetzeln. Ist So, ganz cool ja. angekommen bis jetzt bei den Leuten. Genau. Hier ist dann halt der Drachenturm. Hier landet man auch, wenn man mit einem Drachen reist. Und ein bisschen zur Übersicht, das hier ist noch das, was wir vor uns haben. Beziehungsweise da vorne sind wir irgendwie reingekommen. Ja, Das da da unten hinten. müsste das Torhaus sein. Da hinten gibt es noch eine zweite Brücke im Übrigen. Aber hier sind wir dann reingegangen. Hier ist, glaube ich, der Stall. Irgendwie. Dann sind wir Da da und rum. zwischen den beiden Türmchen da. Hinten rum. Genau. Und hier sehen wir. Das ist kein Fleisch. Nein, nein, nein. Das ist Drachenkacke. Der hat Blut im Stuhl. Blut im Schuh. Der Nee, muss ich zum glaube, das Drachen. ist hier wirklich irgendwie so ein Fleischbrocken. Und Ja. der Code liegt irgendwo hier. Die dampfende Ah, okay. So, müssen wir die Häufchen austauschen. So. Scheiße. Okay, springen wir einfach mal runter. Hier Jo. gibt's keinen Expressweg, oder? Okay. Der Den Markt, der Markt hier Platz. vorne finde ich so ein bisschen, ja, also die Stände in sich finde ich super cool, aber ich finde ihn etwas zu voll gerammelt und zugestellt, sodass man hier so labyrinthartig hier durch muss. Hier hätte ich mir persönlich ein bisschen mehr Ordnung gewünscht, aber es ist immer noch sehr spannend, hier auf jeden Fall durchzugehen. Ja, sehr Ich glaube, schöne Stände. Shopkeeper gibt es auch teilweise hier. Gönnecke. Cookies. Okay, gehen wir weiter. Hier durch, ne? Ja. Gehen wir mal hier Oh, durch. und genau, dieses Wägelchen, das finde ich eines der interessantesten und coolsten, weil auch eines der kleinsten wahrscheinlich, so Bollerwagen-mäßige mit Aufbau, so in der Art, ne? Musst du als Screenshot nehmen für die Thumbnail von hier ungefähr, wo ich bin. Wieso? Ja. Hast du gerade was gegessen? Nee. Wir werden beobachtet. Unter uns? Duckt sich da wer? Ich sehe nämlich keinen Namen. Ja, die ducken sich wahrscheinlich. Aha! Okay, nee, das sind Tiere. Hier ist auch wieder so ein Stall. Wir Genau. gehen einfach mal weiter. Wir können ja mal kurz hier in dieses. Oh. Hier diese Gasse finde ich allgemein ganz cool. Wunderschön. Auch wenn man jetzt hier mal kurz wieder in die Richtung guckt, wo du gerade herkommst, das Fenster da. Super cool. Ja. Super cool. Guck mal, hier sind auch überall so Trapdoors, also fast sowas wie Gullydeckel. Ach so, Moment. Haben wir das schon Hier. gefunden? Ah, da. Genau. Unsere Das finde ich. geplante Route geht da lang. Ja, und da unten geht's auch richtig ab. Jetzt ab. Hausmeister Kruse. Guck mal, auch eine interessante Sache für die Ständer hier mit seinem Amboss. Das ist also Vollmetall. Hat was. Okay, wir kommen auf einen weiteren öffentlichen Platz. Genau. Rechts haben wir. Ich meine, das ist so ein Gerichtshaus. Ja.
Wolkenbrucher können uns gerne korrigieren, wenn wir die Häuser hier ein bisschen verwechseln. Und links sieht es mehr aus wie so ein Rathaus, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Wir können ja mal hier reingehen. Ich glaube, diese beiden Gebäude sind, glaube ich, nicht beschriftet. Ja, sind, glaube ich, eines der einzigen Gebäude, die nicht wirklich einsehbar sind, was das von Anfang an ist. Aber ich glaube, das Gebäude mit dem Gericht, da sind auch Räume für die Stadträte drin, soweit ich weiß. Das auf jeden Fall. Hier auf dem Platz gibt es so ein, wie heißt denn das? Schafott heißt es nicht, Pranger. Pranger, genau. Und hier hat der Letzte auch noch hingekotzt. Aber nur für breite Menschen. Ja, nur für sehr breite Menschen und Iron Golems. Ich muss mal eben kurz P-Time reset. So. Okay, was gibt's hier? Oh, der Brunnen, den finde ich geil, weil der so einmal umzäunt ist und dann aber trotzdem runtergesetzt, so vertieft. Mhm. Ja. Da springen wir am besten mal nicht rein. Das letzte Mal, wo ich da reingegangen bin, kam ich nicht mehr raus. Bis ich glaube, man muss da hochschwimmen. Man kann die Türen öffnen. Ah, nee, das geht auch nicht, weil das da drunter sind Cobblewalls. Ja, da muss man hochschwimmen, den Strom. Also so ein Deppenfänger ist das wahrscheinlich. Leute, die nicht schwimmen, ja, die bleiben da drin. Am Uhrturm, Wirtshaus. Wo ist der Uhrturm? Oh, da lass mal rein. Das sieht von draußen schon sehr einladend aus, finde ich. Ach, hier gibt's so ein terrassenmäßiges Ding. Auch, ja, echt cool hier, dass man so runterguckt. Ja. Wunderschön. Und gleich gehen wir auch eine Ebene tiefer in der Stadt, also weil es dann Richtung Graf geht. Genau, gerade hier merkt man richtig schön an diesen Randgebäuden zur nächsten Ebene. Wie das Ganze so ineinander greift mit den Ebenen. Lass mal wieder hoch. Wir gehen außen runter. Ja. Moment. Hier. So. Sehr schönes Gebäude. Allgemein. Woran lässt die Türen wieder offen? So. War offen. Dann. Auch hier wieder so was ganz Simples ist uns nie eingefallen beim Design von Wagen. Ja. Aber mittlerweile nehmen wir auch dann immer Trapdoors oder Itemframes, um die Räder zu machen. Guck mal hier runter. Ist doch auch schon wieder super cool. Unten der Kanal. Schön. Richtig schön. Das ist übrigens auch super mit, dass sie den Fluss läuft. Der hat ja generell eine Steigung bei uns. Also von der Quelle bis zum Meer sind es dann meistens so. Das sind dann schon 20 Blöcke oder so. 20 bis 100 Blöcke, je nachdem, wie weit der Fluss in die Gebirge reicht. Ja. Und ja gut, hier waren es jetzt wahrscheinlich bestimmt, aber über 10 bestimmt Blöcke. Hier ist eine Färberei. Ja. Auch ganz cool hier mit den Färbewannen unten mit dem Farbstoff drin. Ich dachte erst hier, ich habe zuerst nur das Grüne gesehen, ich dachte, das wäre so ein Moorbad oder so. Achso. Aber das ist hier. Die haben hier bestimmt auch außen irgendwie zum Trocknen wahrscheinlich ganz viele Banner aufgehangen. Weiß ich gerade gar nicht. Das wäre noch ein Tipp für die. Ich glaube, die haben es nämlich gerade nicht gemacht, dass man hier die ganzen. Ich glaube, das habe ich mal bei Aretia gesehen. Moment. Oder drin, ja. Stimmt, bei Aretia, meine ich, haben die auch so eine Färberei, ne? Da haben die, glaube ich, wirklich Banner genommen, die dann zum Trocknen bringen. Das kann man hier bestimmt auch noch ganz gut einbinden. Schau mal eben kurz, wie lange wir schon auf 19 Minuten. Oh, Bertholds Schreibstübchen. Hier ist wieder so ein uriger Platz mit einem Baum, mehr oder weniger in der Mitte, auch ganz cool. Hier ist so ein, weiß nicht. Hier wohnt so ein Penner. So ein Sonnenplatz für den Penner, genau. Oh, hier, guck mal, allein hier, wie die, allein das hier. Allein diese Ecke. Oh. Ja. Oh. War richtig Kommt schön. Kommt mal dahin. Wir müssen das Gebäude rein. Guck mal kurz hier rein. Wieso das? Ich möchte eben, das ist so ein Hinterhof. Oh. Ja, auch der Kanal. Haben die hier überall so Klohäuschen aufgestellt? Das fällt mir gerade das erste Mal auf. Nee, das ist, ja doch. Könnte als Klohäuschen dienen. Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Zugang zur Kanalisation, aber das Land. Ja, ich finde es hier auch geil, die haben hier in diesem, wir sind jetzt so beim Hafen, ja, haben sie hier auch kleinere Kanäle durch
gezogen, dass das wie so ein kleines Adersystem, wie so kleine Kapillarwege für Wasser ist. Allein wenn man hier unten ist, ist das schon ein ganz anderes Ökosystem, finde ich, durch die Stadt. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder... Moment, beim Klo ist das hier. Ja, aber dann sind wir an einer vollkommen falschen Stelle. Kommen wir sowieso gleich nochmal hin. Wir gehen mal kurz ein Stück zurück. Da müsste es ja auch irgendwo wieder hochgehen, hoffentlich. Oh, ich bin jetzt wieder beim Penner, beim Baum. Du bist einfach hochgeflogen. Richtig. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Hier ist ja noch cooler. Oh! Okay, warte. So. Da ist auch schon der Penner. So. Tür zu. So. Okay. Ja. Wir wollen zum Hafen im Übrigen. Hm. Und dann wollen wir gucken, ob wir timingtechnisch auch richtig stehen. Ansonsten, und mit dem Schiff fahren. Ansonsten erzählen wir euch dazu noch etwas mit dem Fährsystem, die jetzt nicht ganz neu ist, bestimmt schon einige Wochen da, aber... Sie werden halt aktuell eingerichtet, weil es abhängig von den Userstädten ist, dass die Schiffe gebaut werden, die dann die Fähren darstellen. Und wir sind am falschen Hafen, also am falschen Ende des Hafens. Hier wollte ich nicht hin. Hier ist nur ein großes Schiff. Auch schön, aber Moment, wir wollten nur anders links hin. Ja. Komm, lass mal hier rum. Genau. Hier auch links von uns wieder der ganz coole Kanal. Ja. Rechts von uns, glaube ich, auch einer. Ist auch noch so ein Wasserrad. Ja, das Wasserrad ist echt schön. Oh, ist das schön. So. Ah, hier. Ist das schön. So, ja. Und hier ist, was haben wir hier? Eine Reederei. Auch echt super. Also gerade hier in der Hafengegend wird die Stadt immer cooler, finde ich so. Also gut, ist jetzt auch als letztes entstanden. Da hat sich dann natürlich vom Können der User vielleicht auch wieder ein bisschen mehr getan. Aber im Allgemeinen ist die Stadt natürlich insgesamt auch wunderschön. Guck mal, hier so eine Europalette mit mit Stein. Füßen so. Also, auch hier der Kran, der hier so an dem Rand steht. Auch super gemacht. Es ist alles so ein bisschen verwirrend aufgebaut, sehr verwinkelt, aber gerade das ist, glaube ich, einer der Haupt Charmpunkte, Wolkenbruch, ich wollte gerade Drakengard sagen, die Wolkenbruch hat. Also, wenn man hier Bock hat, so in diesem Stil sich so wunderbar zurechtfindet und auch das schön findet, gegebenenfalls ja auch was bauen wollen, dann kann man sich auch bewerben im Forum bei Wolkenbruch. Und genau, ne? Hier am Hafen, darauf wollte ich gerade eingehen, gibt es Fährschiffe und die haben einen festen Zeitzyklus, wann die mal ablegen. Das heißt, man kann hier drauf gehen, dann gibt es eine kleine Nachricht, wann das Schiff abfährt und wer beim Ablauf der Zeit sich immer noch auf dem Schiff befindet, wird zum Zielort gefahren. Also hier ist es jetzt zum Beispiel Sturmfall und dann wird man sozusagen auf demselben Schiff in Anführungsstrichen nach Sturmfall geportet, denn dort liegt sozusagen dasselbe Schiff. Ja. Und dann ist das wie so eine Reise. Man muss zwei Draken dabei haben. Genau, sonst funktioniert das nicht. Und was ich ganz schön finde hier, was ich vorhin auch angedeutet hatte, die Schiffe, die diese Reisen machen, also von Sturmfall nach Wolkenbruch, beziehungsweise umgedreht, oder von Aretia nach Dämmerhain oder Dämmerhain nach Sturmfall. Sturmfall. Die sind alle so in den Städten selber entstanden. Und zwar haben sich jeweils die Städte, die halt für eine Verbindungsstrecke zuständig sind, also jetzt in dem Fall Wolkenbruch-Sturmfall, die haben sich zusammengetan, auf dem Vorbau-Server erstmal zusammen gesagt, okay, wir bauen jetzt mal gemeinsam so ein Schiff vor, wo wir alle zufrieden sind sozusagen. Und dann wurde das anscheinend auch abgenommen von den Usern dann. Und dann wird das jeweils von den zuständigen Leuten in der jeweiligen Stadt einfach gebaut an einem Steg. Dann geben die uns Bescheid. Beziehungsweise in dem Fall Irus, der hat sich dafür so ein bisschen bereit erklärt, die Verbindung dann zu erstellen und dann werden die halt vom Plugin her verlinkt. Und dann, sobald man hier in dieses Schiff reingeht, ja, dann geht es los, ne? Dann wuppt das.
Wir spulen jetzt die Zeit ein bisschen vor. Ja. Ich glaube, 5 Minuten noch so ins Doofe reinzulabern, nützt nicht viel. Genau. Ja, wir spulen mal kurz vor und sehen uns dann beim Teleport wieder und dann verabschieden wir uns dann einfach, wenn es soweit ist. Vom Schräg gefallen. Da sind wir wieder. Kam eigentlich schon die Warnung noch 1 Minute? Nee. Noch 2 Minuten und dann sind wir reportet worden. Egal. Egal. Komm ich nicht raus. So. Aha, oh. Und mit diesem. Aha, oh. Mit diesen wissenschaftlich fundierten, aha, brandaktuellen Studienergebnis sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich bin oben. Tschüss!